16. Juli 2022. Ja, wie geht es Ihnen heute so kurz nach dem ersten Jahrestag der Flut? Ah, es tut schon alles noch weh, wenn man das hier alles sieht, das ganze Tal. Wir sind seit 10 Jahren hier, Camper auf dem Campingplatz, haben das immer sehr genossen und vermissen natürlich auch, wie alle anderen Touristen, auch die, dass die ganze Infrastruktur nicht mehr steht. Und ja, dass man die Restaurants alles nicht mehr da sind, wie in Dernau, wenn Sie es kennen. Und ja, wir hoffen einfach, dass es positiv weitergeht. Die ersten Ansätze sind da und ich denke, ja, 2, 3 Jahre weiter und dann steht man schon wieder besser dort. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus Mühlheim an der Ruhr. Und dann immer hier seit 10 Jahren? Seit 10 Jahren fahren wir ja zum Erholen am Wochenende, genau. Jetzt ist ja die Befürchtung da, der Campingplatz müsste schließen. Das wäre sehr bedauerlich. Wir haben selber auch was geschaffen hier, natürlich auch investiert, wie alle anderen auch. Und ja, wir wüssten auch nicht, wohin hier in der Gegend. Das ist wirklich, ja, der eins ist übrig gebliebene Campingplatz hier. Und ja, ich hätte keinen Ansatz, wo ich hingehen sollte. Ja, die Campingplätze hat es ja richtig übel erwischt. Absolut. Ja. Alle an der A. Ja. Ja. Ist der Einzige, und der nicht direkt an der A ist. Genau. Ne? Ja, wir hoffen einfach, dass es weitergeht, dass man sich doch besinnt und hier eben kein Bauland draus macht. Mhm. Vielleicht das ganze Dorf anders unterstützt, eine andere Struktur hier reinbringt noch. Sie waren auch gerade schwimmen, wie war's? Ja, natürlich, fantastisch. Fantastisch. Wunderbar, ne? Sie haben es auch genossen. Ja, und ich meine, wo sonst kann man hier im Ahrtal in einem Swimmingpool schwimmen? Im Moment gar nicht, nirgendwo. Gar nicht, öffentlich nirgendwo. Ja. Wir können es natürlich hier genießen und tun das dann auch. Dann wünsche ich Ihnen viele weitere Urlaube hier am Campingplatz in Maischoss und hoffen wir, dass er noch lange den Campern erhalten bleiben möge. Danke, vielen Dank dafür und das hoffen wir natürlich auch.